trotzdem, wie man die ganze Zeit da hockt. Aber ich weiß, ich will gar nicht, wie man die Nummer. Ich glaube, man kann die umbenennen, wenn man wenn die so einen Heizband gibt. Ah, das habe ich vorhin erst gemacht. Ja? Ja. Du hast ein Heizband hergestellt oder? Nee, die habe ich überall hier gefunden. Ich habe noch irgendwo welche rumfliegen. Frage, wo? Wo? Mario, wo? Da ist auch nichts mehr. Da ist auch nichts mehr. Nee. Man darf so schnell selber wie her, wenn ich wüsste, wie man die macht. Ja, keine Ahnung, aber irgendwo einmal eine welche. Ich finde die Kreatur da oben, die passt irgendwie zum Friedhof. Ja. So, ich mache mich kurz auf den Weg zur Ark und verkaufe ein bisschen was. Okay. Ich muss kurz die Nase. Jo, musst du mal wissen, wo ich was verkaufen kann. Ah, hier. Den weg. Und das weg. Kann man die hier auch verkaufen? Ja, das wäre idiotisch. Was kann man eigentlich aus diesen Eiern machen? Essen. Oder was meinst du? Eier, meinst du? Ich hab hier zum Beispiel. Ich bin hier gerade bei Terramart. Hier kann ich. Ich kann mir so ein Tierhäuschen kaufen, so ein kleines Hundehäuschen quasi. Einen kleinen roten Ball. Flowered Grass Seeds. Grass Seeds und dann halt Electric Fluffalo Egg. Oder ein Fire Fluffalo Egg. Hatches into a vulnerable Fire Fluffalo Calf. Good source. Ja, was? Ich hab keine Ahnung. Ich hab's irgendwie schon geahnt. Ich weiß nicht, was man genau damit macht, aber irgendwas Interessantes wird es schon sein. Mal sehen. Okay, Silke, das haben wir auch. Ich bin zurückgekommen. Okay, ich kann was herstellen. Okay. Du hast den ganzen. Ich habe noch keine Ahnung, was man damit jetzt machen kann. Hast du den gerade gekauft? Ja. Aber irgendwie geht damit gerade nichts. Ich glaube, der braucht Energie oder so. Kacke. Ja, guck ihn dir. Aber hast du den gerade abgebaut oder gekauft? Gekauft. Als ob ich ihn abbauen kann. Ja, abbauen kannst du den, glaube ich, nicht mehr, genau. Aber, mach uns jetzt gerade diese. Nee, kannst du hier gucken. Diese Separator Add-ons. Okay. Ja. A module that adds additional meal equipment and armor to the replication. Das heißt, ist einfach nur die verbesserte Ofenversion da unten. Nicht Ofen, sondern ja, die Workbench. Ja. Ja. Hä, was macht man jetzt Ofen mit diesem Terramark-Ding? Und den mach ich dreimal. Ja, okay, für unten. Hä, hey, ich hab jetzt keine Ahnung, was man mit dem Ding machen soll. Ich lese mir das mal kurz durch. Ey, kommst du mal kurz? Kleinen Moment. Ich wollte das zeigen. Ich hätte ein großer Augenblick für unsere Werkstatt. But sell food and produce to Terramart from the comfort of your own doorstep by blasting it into space. Hä?
Mario, ein großer Augenblick für unsere Werkstatt. Ich bin containert. Ich komme. Bin da. Okay. Numero uno. Können wir die Rüstung machen, die du gerade hergestellt hattest? Oh ne, ups, ich hab da einen Fehler gemacht. Sorry! Ich hätte nicht dreimal dasselbe machen sollen. Ich dachte, es kann. Ups, da habe ich mich vertan. Ja, er habe ich vertan. Egal, ich dachte, wir müssen dreimal das gleiche herstellen. Eine sehr seltene Rüstung herstellen. Also, ich habe gerade ein paar Ressourcen verschwendet, aber. Sehr schön. Egal. Einfach viele Ressourcen. Ich dachte, wir müssen damit das gleiche herstellen, aber nee. Und dann auch irgendwie was auswählen. Aber nein, man muss. Es gibt noch das Manipulator-Add-on und das Accelerator-Add-on. Jetzt. Jetzt. Wird's richtig gemacht. Also. Kann ja den besten passieren. Das, die eine Schiene da muss weg. Die eine weiße Schiene da oben. Nein! Die eine. Die baut man nur eine ab. Welche Taste muss man dabei? Shift, Shift. Okay. Und das jetzt. Und was bringen jetzt die anderen Dinge? Da kannst du andere Sachen bauen. Ferrosum Sachen? Ferrosum hier ist. Oh, Stunglove. Oh, aber 6,3. Ich muss mir mal was angucken. Das hier ist also nur für Bögen und so. Cool. Vor allem sind auch die verschiedenen Rüstungen. Das Seekers Rüstung hier. Vanguard. Ja. Aggisort-Bogen. Was? Auf nix. Aggisort-Pistole. Das war jetzt so witzig. Das war so witzig. Ich muss die Lava-Ballons wegpacken. Ach du Scheiße, können wir hier viel auch machen. Oh, diese Adventure Chest Guard, die ist richtig krass. Ah ne, die ist genau das, was ich auch hab. Fuck. Was ich davor hatte, ey. Oh, die Vendorous Chest Guard ist ja noch krasser, ey. Das ist krass. Das ist doch viel krasser. Das ist aber auch noch krass. Und dann auch. Ja, das Problem ist, jetzt sind die neuen Rüstungen, die sind teilweise richtig stark, aber die haben verschiedene. Sachen, also das, es geht jetzt gar nicht mehr darum, das krasseste zu haben, sondern es gibt das eine ist besser für Energie, das andere für, besser für das Schwert und für den Schild, Terzen, das hat alles unterschiedliche Sachen, Werte. Das musst du dann frei kombinieren. Ah, ich kann die ganzen EPP-Dinger jetzt da reinpacken, verstehe. Also meine separate Items, die kann ich ja verkaufen, theoretisch. Jetzt wo ich die geblastet habe, will ich nicht verkaufen, will ich nicht zerstören. Was? Wie kacke ist das denn? Was denn? Ich hatte ja einen Haufen an EPP-Dingern, so 6 EPP-Bücher oder was auch immer, Upgrade-Teile, ne? Ja. Stand da drauf, ich kann die Upgrade, wenn ich das dann mit Rechtsklick hinzufüge zum EPP-Modul. Jetzt habe ich das bei allen 6 gemacht. Ich wusste ja nicht, dass die Dinger verschwinden, wenn ich eins drin hatte. Ja. Und die werden auch nicht gestackt, das ist einfach jetzt weg alles. Nee, du kannst nur eins nehmen. Ach, super. Das sind 6 EPP-Dinger weg. Läuft. Oh, frag doch vorher, Mann.
Das hätte ich dir sagen können. Das ist gerade ein bisschen scheiße. Was hast du denn gerade für eins drin? Jetzt habe ich nur noch Feuerresistenz. Ist doch auch was. Ja, ich hatte aber noch Leben, ich hatte irgendwas anderen Scheiß gehabt. Leben wird überbewertet. Ah, die Wache ist echt eben machen. Haben die 5 Daten? Ja, es ist wichtig, du darfst nicht einfach nur klicken, du musst aber auch schon mal. Ja, das war gerade ein bisschen kacke. Das ist kacke. So, wir müssen so langsam echt mal die Vorbereitungen treffen für Staffel 2. Ja. So langsam. Theoretisch. Was hast du? Was? Oh, verfolgst du mich? Nein, ich beam mich nur hier runter. Okay. Wir brauchen noch mal wieder statische Zellen. Wir brauchen 2 weitere statische Zellen. Ja. Oder kann ich die eigentlich irgendwie vervielfältigen? Jetzt holen wir noch so einen Drucker an, so einen Pixel. Der Friedhof brennt! Oh. Und vielleicht ist auch mein Tier drauf gegangen. Übrigens diese Laternen, ne? Ja. Die kann man ja auch bei unserem Pixel-Printer herstellen. Ah, okay. Das ist trotzdem ein bisschen kacke. Was ist kacke? Ja, dass es gerade ein bisschen schief gelaufen ist. Hast du überhaupt noch Static Cells? Im Inventar. Ja. Nein. Du hast keine elektrischen Sachen mehr. Ah, schade. Okay. Er schwingt sich erstmal Tarzan durch die Gegend. Der schwarze Tarzan. Of course, Ibims, der schwarze. Ibims, der Tarzan. Angriff! Oder Spider-Man. Ausgewichen! Pat, geh zum Angriff! Nichts gegen Black Spider-Man. Oder warte. Was willst du machen? Tschüss. Hey. Kriegst mich niemals. Ich müsste es doch mal kurz um ein Stück hochgehen, ne? Hi! Was zum... Oh! Oh! Das war eine Bombe! Ups! Okay, nochmal! Okay, nochmal! Soll ich gleich mit Bomben rumspielen? Oh, ich hab was gekillt. Och, da freut es darüber. Weißt du, ich hab was gekillt. Bringt Lebewesen um, ne? Und freut's.
Ach, ich hab doch. Wo du gerade Lebewesen ansprichst, ne? Also, wo ich gerade Lebewesen erwähnt habe. Ihr habt doch Lebenswesen von eins andere Planet. Nach Hause weg ist lang. So für den Garten habe ich noch Lebensformen. Unbekannte Lebensformen. Erster! Nein, ich bin erster hier oben. Ich hab gewonnen. Ich bin im ersten im Garten. Schon wieder gewonnen. Schön. Hast du den Schmetterling umgebracht? Nein. Nee, der ist hier hinten. Guck mal, der will ja abzauern. Der ist Maus. Warte, du kannst doch die anderen Viecher freilassen. Was ist das? Und was war das? Was lässt du hier alles frei? Guck mal, das Feuerwesen, da, links. Hast du es kurz gesehen? Du musst links aufpassen. Guck mal links. Beim Nebelfass, Nebelfass. Lol! Guck. Das ist ja geil, das ist unter der Wiese versteckt. Ah, ich kann ja auch hier, ich kann schon elektrische Leitungen ziehen. Wie elektrische Leitung? Ach, das heißt, wir können jetzt einen Schalter setzen und du kannst irgendwo anders jetzt eine Tür dann öffnen damit? Ja. Wie hast du das gemacht? Ich hab das mein Manipulator-Modul abgegradet. Ach. Warte mal, ich zeig dir das mal. Einfach der bei Power Generation. Oh, die Eingangstür damit. Ups, das Bild wollte ich nicht mit nehmen. Hey, du darfst die Tür niemals wieder aufmachen, warte. Ja, ich warte. What the fuck? Okay, es funktioniert nicht ganz. Was ist denn das für ein Upgrade gewesen? Es hieß Update. Keine Ahnung. Das funktioniert, guck mal hier. Das aber die Tür funktioniert. Achso, das Licht. Wow.